Noch bevor man das Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein betritt, spürt man diese ganz bestimmte Schwingung, die von ihm ausgeht. Es ist eine Mischung aus Ruhe und Kraft, der perfekte Ort für eine Auszeit vom Alltag, sagt Anna Pfleger, die Leiterin. Ich habe den Eindruck, wenn diese Menschen eine Weile bei uns sind, dass sie einfach, authentischer werden, dass sie einfach das Schöne und das Fröhliche auch im Leben mehr wahrnehmen, eine positive Lebenseinstellung kriegen. Manche kommen, und vielleicht ist ja das Symbol, manche kommen einfach belastet oder auch erschöpft oder atemlos von ihrem Lebensalltag zu uns. Und ich sage öfter mal zu einer Gruppe, bevor sie heimgeht, und das erlebe ich auch so, die Menschen werden fröhlicher, sie werden schöner, sie werden in sich ruhender. Und das ist für mich so das schöne Erlebnis hier. Stress gibt es hier höchstens in der Küche. Das Reich von Ulrike Lueger. Allein heute hat sie 40 Essen gezaubert. Unterschiedlich. Also wir mischen quer durch die Bank und schauen, dass wir das Ganze sehr abwechslungsreich gestalten. Achten müssen wir, worauf müssen wir achten? Es kommt darauf an, wenn Lebensmittelunverträglichkeiten dabei sind, dass man das berücksichtigt. Ansonsten, je nachdem, welche Saison wir gerade haben. Anreisetag für Schwester Amata Rindler. Heute beginnt ihr Seminar. Auf Wanderungen werden die Teilnehmer die hohe Kunst des Schweigens erlernen. Die Exerzitien leitet sie gemeinsam mit Pater Josef. Schweigen war immer schon eine Herausforderung. Und Schweigen war immer auch wichtig, wenn man eine Erfahrung machen will. Sonst geht an einem alles vorbei und man ist so sehr mit dem beschäftigt, was man spricht und nicht mit dem, was man empfindet und spürt. So beschaulich geht es im ersten Stock nicht zu. Hier stimmen sich die Seminarbegleiterinnen auf die neue Saison ein. Sie werden mit den Gästen singen, tanzen, fasten, schnitzen, turnen, beten und vor allem Kraft tanken. Wir gemeinsam träumen, so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träum unseren Traum. Für uns hier im Haus der Frauen ist es ganz wichtig, dass die Frauen entdecken, wie wichtig sie selber und wie wertvoll und kostbar sie selber sind. Wir sind Geschenke, wir sind Geschöpfe Gottes und es geht nicht darum, was wir leisten, sondern was wir sind und wie wir leben. Das Ergebnis der Bastelkurse kann sich sehen lassen. So manche Arbeit hat sich inzwischen zum Verkaufshit gemausert. Das sind Taschen recycelt aus Kaffeepackungen. Diese Taschen verkaufen wir hier im Haus der Frauen über den Verein Wir für das Haus der Frauen. Das sind benutzte Kaffeepackungen, die gesammelt, gewaschen werden und dann zu diesen wunderbaren Taschen verarbeitet werden. So, wir sind im Vorraum von unserem Meditationsraum, der durch eine Glastüre zu betreten ist. Diese wunderschöne Glastüre ist in Schlierbach gefertigt worden. Im nächsten Jahr sind es dann bereits 30 Jahre, in denen das Haus der Frauen genau das ist, was Frauen nur allzu oft in ihrem Alltag vermissen. Eine Oase der Erholung, der Bildung und der Spiritualität. Oder wie es ein Seminarteilnehmer so treffend formuliert hat, das Haus umarmt einen beim Kommen und entlässt einen mit einem Lächeln auf den Lippen.